Guten Abend. Ich freue mich, Sie zu meinem Vortrag, wie man mit einem Zahn wieder sehen kann, zu begrüßen. Mein Name ist Isabel Berg. Ich bin hier am Universitätsspital in Basel in der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Kaderärztin. Am USB bin ich seit 2005, bin aber zwischendurch auch nochmal unter anderem in Brighton gewesen, in Paris, in New York, sodass ich nicht die ganze Zeit hier gewesen bin, sondern auch noch Erfahrung woanders gesammelt habe. Für mich ist dieses Format, ich zeige Ihnen mal, zu wem ich spreche, sehr irritierend. Wir sind Zoom gewöhnt, wir sind Teams gewöhnt, eine gewisse Interaktion. Ich schaue gerade in einen sehr leeren Saal. Aber ich freue mich, dass Sie mich jetzt hoffentlich sehen und gut hören können. Leider konnte auch Professor David Goldblum heute nicht dabei sein. Warum sage ich leider? Ohne ihn würde es die Osteo-Odonto-Keratoprothese, abgekürzt OOKP, in Basel nicht geben. Zusammen mit meinem Chef, Professor Christoph Kunz, hat er das Verfahren nach Basel geholt. Er ist bei Professor Hille in Offenburg gewesen, dort wurde es ihnen gezeigt. Und manchmal ist der Zufall dabei, war ich zeitgleich in Brighton und auch in Brighton, oder auch Brighton ist eins der Zentren weltweit, in denen diese sehr seltene Technik regelmäßig angewendet wird. Worum geht es in meinem Vortrag? Ganz grob die Struktur. Ich fange an, Ihnen die Indikationen und Entwicklung zu zeigen, gehe dann über in den kieferchirurgischen Anteil, den interdisziplinären, den die Ophthalmologie, also die Augenheilkunde und die Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie zusammen macht, komme dann auf den ophthalmologischen Teil zu sprechen und zeige Ihnen dann, wie das Follow-up, die Nachkontrollen der Patienten aussehen. Und schlussendlich zeige ich Ihnen noch ein, zwei Folien zu unserer Forschung in dem Bereich. Als erste Frage, wann kommt eine Osteo-Odonto-Keratoprothese? Nachher spreche ich einfach nur noch von der OOKP in Frage. Welche Patienten? Wichtig sozusagen als Message zuerst jetzt, sie wird nur angewandt, wenn aufgrund eines Hornhautschadens, eines Kornierschadens, ein bilateraler, das heißt ein beidseitiger Visusverlust vorliegt. Die Patienten müssen auf beiden Augen blind sein. Sonst werden wir diese Operation bei ihnen nicht durchführen. Ein Beispiel dafür, ich zeige auch nachher von diesen Patienten weitere Bilder, das sind die Augen. Sie sehen hier das rechte Auge und das linke Auge. Und Sie sehen im Bereich vom linken Auge die Verwachsung. Hier sehen Sie mein gesundes Auge. Einfach als Vergleich, damit man sieht, wie groß der Unterschied ist. Der Patient sieht nichts mehr. Was sind die Ursachen dafür? Es können zum Beispiel immunologische sein, ein Pemphigoid, eine rheumatische Ulzera, aber auch Graft-versus-Host-Reaktionen, aber auch schwere Oberflächenveränderung der Kornea, seien es Verätzungen, Verbrennungen oder dass die Patienten am sogenannten Steven Johnson und im Schwierigen, wenn es noch ausgeprägter ist, heißt es dann Lyell-Syndrom erkrankt ist. Was ist das? Ein Beispiel, wir haben einen ansonsten jungen Patienten, der hat eine medikamentös-toxische Reaktion. Wir haben einen Fall, wo der Patient einfach wegen einem Harnwegsinfekt ein Antibiotikum bekommen hat. Wir haben einen anderen Fall, wo eine junge Patientin aufgrund von Schmerzen nach dem Sportunfall Schmerzmittel bekommen hat. Und die Reaktion, die ihr Körper drauf macht, ist nicht die normale, sondern sie sehen aus, als ob sie große Brandblasen am ganzen Körper haben, auch auf den Schleimhäuten. Wenn dies abheilt, hinterlässt es große Narben und in den Fällen, die wir zum Teil hatten, auch eben den schweren Schaden auf der Kornea, sodass die Patienten blind sind. Die OOKP wird wirklich nur dann durchgeführt, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Andere Möglichkeiten wie eine Boston-Keratoprothese, also eine künstliche, oder auch eine allogene Hornhauttransplantation, das heißt eine Spenderhornhaut, sind im Normalfall schon mal vorher durchgeführt worden. Und teils bei den Spenderhornhaut noch nicht nur einmal, sondern zweimal oder dreimal. Und es hat nicht funktioniert. Das ist das Patientengut, das wir sozusagen in das zu uns kommt,
beziehungsweise, ich muss korrekterweise sagen, als erstes natürlich zu Professor Goldblum kommt und dort die Frage von uns gestellt wird, ist es möglich, dass eine OOKP durchgeführt wird? Die Entwicklung, jetzt werden Sie sich wundern, warum stelle ich Ihnen ein Verfahren vor, das 1963, das heißt vor mehr als 50 Jahren, das erste Mal gezeigt wurde in der Veröffentlichung, weil es so selten ist. Ich komme gleich nachher darauf zu sprechen, wie wenig Zentren weltweit diesen komplexen Eingriff machen. Es wurde zuerst von Professor Benedetto Stapelli entwickelt, später durch Professor Falcinelli fortentwickelt. Es wurden immer wieder von Zentrum zu Zentrum kleine Veränderungen gemacht. Die erste Veröffentlichung aus den Staaten kam 2011. Wir haben unsere erste OOKP in 2011 durchgeführt. Die erste Veröffentlichung darüber kam dann von unserer Seite in 2013. Und mittlerweile sind es ungefähr, ich kann es jetzt nicht sagen, ob es 10 oder 12 sind, aber circa 11 Zentren. Und wir sind stolz zu sagen, dass wir dazu beigetragen haben, dass auch ein Zentrum mehr weltweit diesen komplexen Eingriff macht. Hier auf dem Foto sehen Sie ganz außen Professor Goldblum, Dr. Tim Enz, Professor Christoph Kunz und mich und hier das israelische Team, dem wir in 2017 die OP das erste Mal geteacht haben. Wir sind deren Einladung gefolgt, sind als Team, als Viererteam rübergeflogen und haben zusammen einen Patienten operiert. Anderthalb Jahre später, weil es einen Wechsel beim Kieferchirurgen gab, sind David Goldblum und ich dann nochmal rübergeflogen und haben auch dort wieder erfolgreich den Eingriff zusammen mit dem Team aus der Nähe von Tel Aviv durchgeführt. Wie ist jetzt die Erfolgsquote? Lohnt sich dieser Eingriff? X Leute, stundenlang, mehrere Teile. Ja, auch wir haben eine hohe Erfolgsquote. Von den Operationen, die wir durchgeführt haben, ca. 13, wenn ich die Tibia mitzähle, haben wir zwei Patienten, die im Moment nicht sehen. Es sind Publikationen zwischen 60, 70, 80, aber auch 94% veröffentlicht. Die tieferen Publikationen, die tieferen Langzeiterfolgsquoten sind eher, wenn Rippe, Tibia oder ein Lebensspenderzahn verwendet werden. Tibia haben wir auch zweimal schon verwendet. Dann heißt es Tibia-Keratoprothese und nicht mehr Osteodontokeratoprothese. Rippe haben wir noch nicht verwendet, Lebensspenderzahn werden wir auch nicht verwenden. Denn das ist wie, wenn man eine Niere gespendet bekäme oder ein Herz. Der Patient muss dann jahrelang bis zum Lebensende immunsupprimiert werden. Das wollen wir nicht. Rippe und Tibia haben schlechtere Langzeitergebnisse als Zahn. Aber wenn es keinen Zahn mehr gibt, ist das noch eine Alternative. Der kieferchirurgische Anteil lässt sich noch unterteilen in den klinisch-radiologischen, die Entnahme des Zahns mit dem umgehenden Gewebe. Und ich gehe nachher ins Detail, warum es so wichtig ist, dass man nicht einfach nur den Zahn entnehmen kann. Die Entnahme vom Beckenkamm zur Defektrekonstruktion und das Auffüllen dann von dem entstandenen Defekt im Kiefer. Wie passiert? Professor Goldblum hat selber einen Patienten gesehen oder überwiesen bekommen und sagt, okay, der kommt in Frage für eine OOKP. Dann sehen wir ihn hier am USB klinisch, das heißt, wir schauen ihm ganz einfach in den Mund, mit der Parosonde kontrollieren wir die Sondierungstiefen um die Zähne herum, wir wackeln an jedem Zahn und schauen, wie es klinisch ist, aber er bekommt natürlich auch eine radiologische Bildgebung. Als erstes, vielleicht haben Sie schon mal bei Ihrem Zahnarzt das Wort PSA, OPT, OPG, alles das Gleiche. Das ist eine Panoramaschichtaufnahme oder ein Orthopantomogramm. Das ist die erste Untersuchung, die er bekommt. Ich zeige Ihnen gleich ein Bild, wie es aussieht, damit man schaut, welcher Zahn, wenn er noch Zähne hat, kommt in Frage. Wenn wir dann uns für den Zahn entschieden haben, führen wir auch noch eine digitale Volumentomographie durch. Ich zeige Ihnen auch gleich noch den Unterschied. Das ist ein dreidimensionaler Datensatz. So sieht ein OPT aus. Das ist von einer Patientin, die war 27 Jahre, als sie für die OOKP anstand. Und wichtig, wir fokussieren uns auf die Dreier. Am liebsten im Oberkiefer, auch im Unterkiefer, wenn es geht. Warum? Wir brauchen, um unsere OOKP zu erstellen, einen Zahn, der einen möglichst
guten Durchmesser hat, weil wir wollen in die Mitte von diesem Zahn ein Loch bohren, in das wir einen Metacrylatzylinder einkleben. Wir brauchen einen Zahn, der einen möglichst kleinen Durchmesser hat vom Nervenkanal, weil da, wo der Kanal läuft, habe ich keine Zahnhartsubstanz. Damit kommen die ganzen mehrwurzeligen Zähne schon nicht in Frage. Theoretisch würden auch die Frontzähne direkt gehen, aber wie Sie sehen, auch hier läuft die Wurzel eher spitzer zu. Hier haben Sie den Zahn, der relativ im Durchmesser eine nicht so große Änderung hat wie die beiden Zähne. Nichtsdestotrotz würden theoretisch die wahrscheinlich auch gehen. Jetzt haben wir festgestellt, wir haben einen schönen Zahn, der ist im Durchmesser passend. Wir sehen keine Probleme um den Zahn, wie irgendwelche chronischen Entzündungen und irgendwas. Dann führen wir noch ein DVT durch. Vielleicht denkt der eine oder andere, hey, das sieht doch aus wie eine Computertomographie, wie ein CT. Etwas andere Technik. Wir können aber damit auch sehr gut die Hartsubstanz, den Knochen, die Zähne darstellen, hochauflösend mit einer geringeren Strahlendosis. Nachdem wir das gemacht haben, uns auf einen Zahn festgelegt haben, können wir dann mit der Operation im Verlauf von Wochen, von Tagen starten. So sieht dann die Ausgangssituation aus. Sie haben den Patienten, Sie haben die Schleimhaut, Sie haben die Zähne. Unten sehen Sie jetzt hier in diesem Bereich noch den Tubus. Es ist gelblich, weil der Patient sozusagen schon auf dem OP-Tisch liegt und abgewaschen wurde. Nachdem dann mit dem Skalpell inzidiert wurde, wird mit dem Piezo-Surgery, das ist ein ultraschallgesteuertes Instrument, der Knochen entfernt. Es basiert darauf, dass nur das Knochengewebe geschnitten wird. Die Weichteile, wenn ich mit dem Sägeblatt auf die treffe, werden nicht geschnitten. Sie kann ich höchstens verletzen, wenn ich zu viel Druck ausübe. Warum ist das wichtig? Weil ich hinten, Sie sehen jetzt in diesem Bereich, von hinten auf die Schleimhaut, die Sie sonst mit der Zunge am Gaumen spüren. Und ich gehe noch mal ein Bild zurück. Warum ist es wichtig, dass wir nicht nur den Zahn entnehmen, sondern Periost, Zahnhalteapparat, Parodont und Knochen? Wir wollen lebendes Gewebe. Das zeichnet dieses Transplantat aus. Wir haben nicht nur toten Knochen, der, weil, wenn der nicht mehr durchblutet ist, resorbiert werden würde. Wir haben lebendes Gewebe und ich zeige Ihnen in den folgenden Folien, die nachher noch kommen, dass wir auch noch weiter fördern, dass dieses Gewebe am Leben bleibt. Warum machen wir das? Der Patient, den wir haben, hat schon Spenderhornhaut und Ähnliches abgestoßen oder nicht angenommen. Wir möchten, dass er dieses Transplantat, der Körper ist, akzeptiert. Deswegen muss es von eigenem Gewebe ummantelt werden. Dieser Defekt muss jetzt gefüllt werden. So können wir den Patienten ja nicht wieder nach Hause schicken. Das erfolgt in unserem Fall mit Beckenkamm. Jetzt sagen Sie, ihr heißt Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen. Ja, ihr seid Zahnärzte und Mediziner. Und dann sage ich, genau, wir sind beides. Wir können auch, und das gehört zu unseren regelmäßigen Tätigkeiten, Knochen am Beckenkamm entnehmen. Hier sehen Sie jetzt im Klinischen die Spina iliaca anterior eingezeichnet. Das ist hier wieder zu sehen. Und dort in dem Bereich wird so ein klein wenig größer, als in den Defekt eingebracht werden muss, Knochen entnommen vom Beckenkamm. Gibt eine Narbe von 2 bis 3 Zentimetern. Versuchen wir, gerade bei den jüngeren Patienten so zu legen, dass nicht der Hosenbund oder die Badehose drauf scheuert. Die Narbe stört die wenigsten im späteren Verlauf. Wenn ich das habe, manchmal bringen wir auch noch etwas Material ein, was osteokonduktiv ist, das heißt, die Knochenneubildung mit fördert, bevor wir dann, wie Sie hier sehen jetzt, passgenau das Stück Beckenkamm in den Defekt einbringen. Warum sage ich so bewusst passgenau? Das ist jetzt Pressfit. Das ist, manchmal klappt das nicht ganz so, manchmal habe ich Spiel drin. Wenn ich Spiel drin habe, wächst es nicht an. Wenn dieser Pressfit klappt, kann ich darauf verzichten, noch eine Platte drüber zu machen, die ich sonst hier, hier oder hier mit Schrauben fixieren müsste. Wenn ich diesen Teil erledigt habe, kann ich dann eine Membran noch drüber legen zum Schutz und danach einen Wundverschluss machen.
In diesem Fall mit nicht resorbierbaren Fäden. Es gibt auch Fäden, die resorbierbar sind, das heißt, die sich auflösen. Aber meiner Erfahrung nach bleibt an dieser Art Fäden einfach weniger Speisereste dran kleben, dran hängen. Das ist hygienischer und angenehmer für den Patienten. Wie geht's weiter? Das war jetzt der kieferchirurgische Teil. All das, was ich Ihnen jetzt zeige, erfolgt an einem Tag. Jetzt gehen wir über in den interdisziplinären, nämlich die Präparation des Zahnes. Korrekterweise müsste ich sagen, des Zahnes mit seinem Parodont, dem Knochen und dem Periost. Wie Sie hier schematisch sehen können, aus dem Vortrag von Savatari entnommen, ist, dass wir nur einen Teil verwenden werden. Und da wird jetzt nicht einfach durchgesägt, das wäre zu ungenau. In den nächsten Folien werden Sie sehen, wie er geschliffen wird. Sie sehen, dass dann hier ein Loch eingebracht wird, in das der Zylinder, durch den der Patient schlussendlich sieht, eingeklebt wird. Das heißt, wie sehen diese Schritte jetzt klinisch aus? Zuerst wird mittels des Scalers, das ist dieser Haken, dieser goldene Haken, der eigentlich einen längeren Griff hat, der jetzt gerade dort nur ziemlich tief angefasst wird, mit dem wird der Nervenkanal gesäubert. Warum haben wir jetzt um diese Zange, warum haben wir hier eine Zange? Warum halten wir nicht mit den Fingern? Es ist rutschig und wir wollen nicht, dass es irgendwo hinfliegt, wo es nicht hinfliegen soll. Deswegen ist auch nochmal dieser Klebestreifen um die Zange gewickelt, dass man wirklich einen guten Griff, dass es griffig ist und man die Gefahr minimiert, dass es aus der Hand fällt. Danach kommt der Hauptteil, die Präparation. Unter stetiger Wasserkühlung, dass es nicht zu heiß wird, sodass wir unsere lebenden Zellen nicht verkokeln, wird der Zahn nun flach geschliffen. Ziel ist, eine 2 mm dicke Scheibe zu erhalten. Da hilft uns die Zahnkrone auch ungemein, weil wir halten den Zahn da dran. Und das Schleifen wird so weit gemacht, bis wir die 2 mm haben, die möglichst plan sind. Dann kommt erst der nächste Schritt, nämlich das Bohren in diesen Teil mittig vom Zahn. Wichtig, wir brauchen noch 2 mm um den größten Durchmesser vom Bohrloch herum, damit wir genügend Ausgangsfestsubstanz haben. Wie machen wir das Loch? Es wird mit einem Zahnimplantatbohrer gemacht. Verschiedene Größen fangen mit 1,8 mm an und je nach Breite des Zahns, es gibt breitere und schlankere Dreier. Wir haben bis jetzt immer Eckzähne genommen, aber auch da gibt es Größenunterschiede. Schön ist es natürlich, wenn wir eine 3,5 mm Durchmesser bekommen, sodass wir einen größeren Zylinder einbringen können, weil dann das Gesichtsfeld vom Patient größer ist. Wenn das nicht geht, ist aber auch 3 mm gut. Hauptsache, wir haben noch genug drumherum. Wenn das erfolgt ist, ist dann der nächste Schritt das Abtrennen der Zahnkrone. Auf diesem Foto nicht sichtbar, mittlerweile sind wir noch einen Schritt weiter gegangen. Hier ist jetzt schon der Zylinder geklebt, das machen wir mit Palakos. Wir nehmen mittlerweile Zahnseide, ein ordentliches Stück, 50 cm, und fixieren das über Kreuz um den Zylinder herum, um das Zahnstück herum. Denn bei diesem Schritt, diese Trennscheibe, die Sie sehen, ist unheimlich scharf und unheimlich schnell. Wenn man da irgendwie abrutschen würde, wären alle Schritte, die man bis dahin täte, umsonst, wenn das Implantat auf den Boden fiele. Um das sicherzustellen, geht man wirklich langsam mit äußerster Vorsicht vor. Und das ist schlussendlich das finale Transplantat, die Osteodontokeratoprothese. Wir sehen hier unseren Zahn, wir sehen hier den Nervenkanal, wir sehen den Zylinder, wir sehen den Zahnhalteapparat, das Parodont, wir sehen Knochen und noch Periost. So sieht es jetzt aus. Was passiert jetzt? Jetzt kommt der nächste Schritt. Wir möchten diese Osteodontokeratoprothese am linken Auge einbringen. Der ophthalmologische Teil kommt gleich. Aber wir möchten vorher, dass unsere OOKP, das, was Sie gerade auf der Folie zuvor gesehen haben, richtig schön vom Körper mit noch weiterem eigenen Gewebe umwachsen wird, damit der Patient, wenn es auf der anderen Seite ins Auge eingebracht wird, dies wirklich als seins akzeptiert, dass der Körper es nicht abstößt. Dafür wird circa
einen guten Zentimeter oder einen knappen Zentimeter, je nachdem, wie der Faltenverlauf ist beim Patienten, einen Schnitt gemacht und die Keratoprothese, die Osteokeratop-OKP, die Sie zuvor gesehen haben, wird infraorbital, das heißt in dem Bereich, für 3 Monate eingebracht. Wie sieht das ästhetisch aus? Würde Ihnen nach 2, 3 Wochen gar nicht auffallen. Es ist eine Unebenheit, aber nicht groß. Es wird tief genug eingebracht. Dann folgt der ophthalmologische Teil. Alles, sowohl der kieferchirurgische als auch der interdisziplinäre, werden nacheinander absolviert. Abschließend an demselben Tag kommt der ophthalmologische Teil. Hier wird jetzt Schleimhaut aus dem Mund, ungefähr 3 cm im Durchmesser, entnommen. Es wird die Kornea von Narben befreit gesäubert und dieses Schleimhauttransplantat wird eingenäht. Das sehen Sie hier. Es wird wieder in dieser schematischen Zeichnung darüber gelegt. Dann hat es alles 3 Monate Zeit zu heilen. Noch einmal im Vergleich. Sie sehen hier, so sah das Auge vor der Operation aus. Und so sieht das Auge jetzt eine Woche circa nach dem Säubern, nach dem Einbringen der Mundschleimhaut aus. Wie geht's weiter? 3 Monate später. Ich zeige Ihnen gleich, wie die OOKP auch noch aussieht, nachdem sie entnommen wird. Ein bisschen blutig, aber wir haben kein anderes Bild gehabt und so ist es einfach in der Realität. Aber zuvor, zu dieser Schemazeichnung. Die Mundschleimhaut, die jetzt auch gut eingewachsen ist, wird wie eine Klapptür aufgeklappt. Es wird je nach Zylindergröße ein 3 oder 3,5 mm Loch eingebracht und dann wird die OOKP infraorbital, wird im Verlauf der alten Narbe ein Schnitt gemacht, herausgenommen und hier eingebracht, wie Sie es auf dieser Zeichnung sehen. So sieht die OOKP aus. Sie sehen, sie ist jetzt richtig schön mit eigenem Gewebe umwachsen. Natürlich säubert man den Zylinder gut, bevor man ihn einbringt. Er ist durchgehend, aber das ist das Transplantat, wie wir es uns wünschen. Wie sieht der Patient aus? So sieht er nach 4 Wochen aus. Jetzt können Sie sagen, oh, das ist aber gewöhnungsbedürftig. Ja, ist das. Aber der Patient sieht. Der Patient war blind, aber er sieht. Und man kann jetzt auch noch einen Schritt weitergehen. Es gibt die Möglichkeit, dass dieser Patient ein Glasauge bekommt. Natürlich, das ist derselbe Patient. Ein ziemlichen Zeitraum dahinter. Ich meine, es waren jetzt circa 4 Jahre danach. Ich kann es aber nicht genau sagen. Er hat mittlerweile einen finalen Visus von 0,6. Ich glaube nicht, dass ich einen Visus, ganz ehrlich, ohne Brille von 0,6 habe. Er kann gut die Zeitung lesen. Er kann gut im Leben funktionieren. Warum haben jetzt nicht alle unsere Patienten dieses Glasauge? Weil Komplikationen dadurch schneller kommen können. Es ist eher eine Reizung. Es kann sich dieser Zylinder lösen. Was gibt es noch für Komplikationen? Es kann zum Glaukom kommen. Es kann zu einer Ablösung der Retina kommen. Es kann zum Überwachsen der Mundschleimhaut über den Zylinder kommen. Und, wofür wir uns auch immer wieder fürchten, es kann zu Resorptionen kommen. Da kommt jetzt wieder unsere DVT, unsere digitale Volumentomographie, mit zum Einsatz. Sie sehen hier, einmal den Datensatz, hier ist er rekonstruiert. Man guckt von hinten auf den Patienten, hier ist die Wirbelsäule, hier ist der aufsteigende Ast vom Unterkiefer und hier ist unsere OOKP. Und ich weiß jetzt nicht, wie gut Sie das bei sich direkt zu Hause sehen, aber hier oben ist viel weniger Knochenhartsubstanz jetzt noch, Zahn, als hier unten. Hier sieht man es vielleicht noch besser, eine Resorption stattgefunden. Was machen wir? Toi, 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 bislang mussten wir noch kein Transplantat auswechseln, aber wir kontrollieren diese Patienten engmaschig da. Engmaschig heißt in dem Fall circa einmal im Jahr, einmal alle 1,5 Jahre ein DVT. Was ist neu dran? Wurde vorher nie gemacht, wurde in 50 Jahren nicht gemacht. Davor wurden CTs gemacht, manche haben Ultraschall verwendet. Warum konnten wir es gut publizieren, dass wir diese Methode machen? Weil sie wesentlich Strahlen ärmer ist als eine herkömmliche Computertomographie. Ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen Low-Dosage-Protokollen. Vor allem, wenn wir ein so kleines
Field of View, das heißt einen so kleinen Bereich abbilden, ist die Strahlendosis wesentlich geringer. Warum ist das wichtig? Wenn wir immer wieder diese Untersuchung machen, kumuliert die Strahlendosis, die der Mensch erhält. Und das werden die meisten von Ihnen wissen, ist nicht gut. Das heißt, wir machen das Follow-up, weil die Ergebnisse, Sie sehen, wir sind im Submillimeterbereich zum Ausmessen in der Lage, uns gute Ergebnisse zeigt. Was machen wir noch im Bereich der Forschung? Wir schauen, wie es geht, mit dem Laser das Loch zu machen. Hier wird noch mit einer Schablone gearbeitet. Hier haben wir den Laser und hier haben wir ein Infrarotthermometer, das misst, wie heiß der Laser ist, wenn er auf den Zahn trifft, im Vergleich zu unserem herkömmlichen Implantatbohrer. Auch hier wieder die Zahnscheibe und das Infrarotthermometer. Warum ist das interessant? Vielleicht irgendwann in der Zukunft sind wir in der Lage, eine andere Form in den Zahn einzubringen, sodass das Gesichtsfeld von diesen Patienten dann noch besser wird. Und wir haben auch noch Veröffentlichungen im Bereich, wie der Kleber zwischen diesem Zylinder und der Zahnhartsubstanz ist. Vielleicht irgendwann braucht man gar keinen Kleber mehr und es ist einfach so passgenau, dass man darauf verzichten kann. Mit dieser Folie vom Elektronenmikroskop, wo Sie sehen, wie schön gleichmäßig der Rand ist und hier eher das Ausgezackte vom Bohrer, beende ich meinen Vortrag und freue mich, wenn Sie noch irgendeine Frage haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Fragen können im Chat gestellt werden. Ich weiß, das ist komplizierter. Ich warte jetzt einfach mal so ein paar Sekunden, ob noch was kommt. Also ich habe gerade gehört, es wurde mir vorgelesen, ist es zwingend notwendig, Piezo-Surgery zu verwenden? Die Frage zielt darauf ab, auf das Foto, wo ich Piezo-Surgery nur anfänglich erklärt habe und gesagt habe, das ist ultraschallbasiert. Nein, man kann auch eine Säge nehmen, aber selbst eine kleine Säge ist einfach unkontrollierter als das Piezo-Surgery. Damit haben wir einfach auch eine geringere Schnittdichte. Gibt es noch weitere Fragen? Wie lange braucht das Schleifen? Oh, das ist eine gute Frage. Also ich sage mal, das Schleifen, das Bohren und das Kleben zusammen, weil ganz ehrlich, ich glaube, wir haben noch nie die Zeit gemessen, wie lange das Schleifen an sich braucht, ist mindestens eine Stunde. Man muss bedenken, das ist ja das Wertvolle, was wir haben. Das heißt, man geht mit wirklich vorsichtig, langsam dran, es ist unter stetiger Wasserkühlung, bis man wirklich den Zahn so dünn und in der Größe hat, wie man es möchte. Gibt es irgendwelche Alterseinschränkungen? Aus unserer Sicht nicht. Kinder, ich spreche jetzt aus der Erfahrung, die wir in der Implantologie haben, bei Kindern haben wir bis jetzt noch keinen Fall gehabt. Im Wachstum, denke ich, bei Zahnimplantaten wartet man auch sicher, bis die Kinder ausgewachsen sind. Und vom Alter nach oben, nein. Die einzige Limitation ist, gibt es einen gesunden Zahn mit einem gesunden Parodont und einem gesunden Knochen. Wenn sonst keine weiteren Fragen mehr sind, ich gucke gerade mal kurz zur Technik, bedanke ich mich nochmal für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund. Vielen Dank.